Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autonauts, wo wir uns heute um die Siedler kümmern werden. Aber wo ist denn unser Graberoboter hin? Ach, der klebt da oben. Okay, hatte ich nicht gesehen. Ja, um die Siedler wollen wir uns kümmern. Das heißt, wir brauchen nochmal 4 Bretter. 4 Pfähle und 2 Zahnräder. Dann haben wir hier unsere Siedler-Samenkammer. Was war das jetzt? 4 Pfähle. Sehr gut. Ist auch schon wieder voll. Umso besser, dann stauen sich die anderen Sachen. Und 2 Zahnräder. Auch das würde ich gerne automatisieren demnächst. So. Kann ich die Aufgaben eigentlich anpinnen? Warte mal. Ja. Spitzhacken müssen wir noch herstellen. Samenspender! So, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fummeln wir einfach mal an dem Samenspender rum. Rubbel, rubbel, rubbel. Da fallen da Samen raus. Und dann brauchen wir den Brutkasten. Bretter. Na, das kennen wir doch schon. Aber das ist genau das gleiche nochmal. Läuft hier denn noch alles? Sieht gut aus. Ich glaube, wir brauchen auch hier oben dann noch einen Aufziehbotten weiteren. Wir haben ja diesen einen Trick verwendet, dass ein Roboter, der im Team ist, auch die anderen mit auflädt. Aber ich denke mal, das wird nicht reichen. So. Jetzt packen wir den Siedlersamen hier rein. Und jetzt müssen wir den füttern mit Sachen, die hier wachsen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen um Nahrungsmittel kümmern. Deswegen hatte ich hier schon mal ein bisschen geguckt. Wir haben hier Beeren. Und ich glaube, wir werden dann erstmal so eine Beerenfarm machen, oder? Wäre jetzt so meine Idee. Gut, Beeren müssen wir ernten und dann ein Feld bauen. Das heißt, wir könnten dann den Roboter, wenn er hier mit seinem Torfstechen fertig ist, könnten wir den benutzen, um ein Feld zu bauen. Ja, und mit dem Torf? Hm. Daraus noch wird. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir da viel mehr Speicher. Ja. Machen wir mal ein bisschen größeres Torflager. Was ist bei euch? Jungs? Die alle? Ja, hier müssen wir auch nochmal einen Aufziehbot hinpacken, hä? So, ja, das war sehr schlau. Entschuldigung. Er ist auch leer. Dann packen wir hier nochmal welche. So. Sehr gut. Und nochmal 4 Bretter. Gut. Ja, wie gesagt, da würde ich gerne ein separates Feld für diesen ganzen Kram anlegen. Ich würde den gesamten Siedlerbereich ein bisschen weglassen, weil die echt, ja, Radau machen. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen vorbereiten.
Der geht sich ein neues Werkzeug holen. Guck mal, das ist passt. Ah, er fängt schon an, neues zu bauen, weil er gesehen hat, der holt das gleich. Seht ihr? Zack. Ah, oh, ist das toll, wenn das funktioniert. So. Ja, Torf stapeln ist wirklich eine ganz tolle Beschäftigung. Das kann man gar nicht so auf den ersten Blick erkennen, dass das so ist, aber es ist so, glaubt's mir. Stöcke haben wir auf jeden Fall... Ah, das läuft alles noch. Sehr gut. Wir müssen mal aufpassen, dass uns die Stöcke nicht ausgehen. Und eigentlich können wir auch einen Roboter machen, der Roboter baut. Ne? Hm. So, ich überlege gerade, ob ich das Feld selber bauen soll oder das einen Roboter machen lassen. Weil sonst kommt hier wieder so ein hässliches Loch. Wie kriegen wir das eigentlich mal wieder zu hier? Mit Torf? Aber mit Torf kann man Löcher wieder abdecken, die man nicht haben wollte. Okay. Pass auf, dann holen wir uns jetzt mal ein... Haben wir eigentlich schon die neuen Werkzeuge? Nein. Dann holen wir uns mal einen Stock. Mit dem Stock hauen wir mal hier auf den Busch. Und auf den. So, dass wir schon mal so ein bisschen Startkapital haben für unsere erste Bärenfarm. So, packen wir mal weg den Stock. Dann pass mal auf, was ich mache. Ich hole mir hier eine Schaufel. Bis Hände voll sind. Und dann werde ich ein Feld anlegen. Sagen wir mal hier. So. Und dann machen wir erstmal ein kleines Feld, oder? Gut. Da kann er dann hinterher die Löcher reinbohren. Und den Kollegen drehen wir mal auf. Eigentlich können wir auch so einen Torfeinsammler bauen, ne? Bevor ich hier wahnsinnig werde. So, die temporären Roboter benenne ich übrigens gar nicht, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Was ist hier denn los? Da stimmt schon irgendwas nicht. Was ist hier los? Steinlager voll. Und der findet keine Spitzhacke. Oh.
Pass auf. So. Noch eine. Gut. Also es wäre echt cool, wenn das die Roboter zusammen könnten, aber naja, sowas brauchen wir nicht von Werkzeugen. Noch eine Spitzhacke, dann haben wir die Mission voll. Komm, wir machen hier an. Gut. Was bekommen wir? Landwirtschaft, Obst. Beeren gelöst, Beeren angepflanzt, eingelagert. Sehr gut, das wollen wir eben gerade machen. Pilze, Besiedlung, 3 Siedler herstellen. Na, schauen wir mal, ob wir das machen. So, du bist der Torfjunge. Pass mal genau auf, was ich mache. Du nimmst bitte Torf. Und packst den hier rein. So, das Ganze bitte bis Hände voll. Und das hier bitte bis Hände leer. Sehr gut. Und los geht's. Damit haben wir jetzt hier die gesamte Fläche ideal genutzt für Wald. Das ist schon mal prima. Und der muss aufgeladen werden. So, die Beeren sind nachgewachsen. Das ist genau das, was ich wollte. Und so ein Riesenbärenfeld, glaube ich, brauchen wir gar nicht hier, oder? Mal gucken. Wir können da schon mal ein paar Siedler herstellen, ehrlich gesagt. So. Also mit dem Aufheben statt Ablegen, das lernen wir auch noch. So, dann schmeißen wir das mal hier rein. Nur eins noch. Und da ist unser erster Siedler. Oh, ist er nicht süß? Nein, er ist nicht süß. Und der ganze Siedler ist Siedler Evolutionsstufe 1. So, auf Siedler packen wir da mal hier hin. Hier? So. Ja, hier geht's dir gut, ne? Da kannst du schön liegen und, ja. Genau. Die Abteilung Grabemann und Söhne ist fertig. Genau, der ist fertig. Dann löschen wir das mal. Wir brauchen dich dann später. Da
steht er mit seiner Grabeschaufel. Ja, ist die Frage. Ich meine, diese Bärensachen, die müssen wir nur einmal machen, ne? Der hier ist auch fertig. Dann können wir dem ihm seinen Torf-Suchbereich mal ändern. Dann kann der weiter Torf transportieren und ist glücklich. So, und der hier, der könnte ja dann schon mal irgendwie hier mit Babyfüttern und so anfangen. Aber... Nee, den lassen wir Grabe schaufeln. So, pass auf. So. Du machst Folgendes. Was ist jetzt wieder? Ach, der ist stehen geblieben. So, du gräbst bitte da, wo du graben kannst, ein Loch hin. Nein, hör auf. So, zack, zack, zack. Bis Hände leer sind. Und wenn dann die Hände leer sind, holst du dir hier einen neuen Spaten. So. Bewegen. Der kann auch weg. Und dann kann der loslegen. Nein, kann er nicht. Ich weiß gar nicht, ob er dann noch weitere Löcher gräbt, auch wenn das gar nicht so groß wird hier. Wir testen das einfach mal. Jetzt kannst du loslegen. So, und du musst aufgezogen werden. Und wir pflanzen dann mal die ersten Beeren ein hier. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Der gräbt ein Loch neben das andere, ne? Ah, ob wir das so wollen? Not sure if want, sozusagen. Hat sei noch Platz? Ja. Das ist natürlich jetzt... Puh. Ich würde sagen, ich lasse es mal weitergraben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, ich werde mal versuchen, mit dem Torf hier den Wald ein bisschen zu verschönern. Was ich damit meine, seht ihr auch in der nächsten Folge. Das ist ein bisschen aufwendige Arbeit. Und wir müssen immer wieder hier... Wenn wir noch einen Roboter übrig haben, sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir hier immer die Beeren schon mal ernten. Hm. Was ist hier los? Achso, der arbeitet gerade. Okay. So. Aber ich glaube, die werden nicht gefällt hier vom Baumfäller. Da müssen wir, glaube ich, das Feld noch anpassen.
Ist auch ein bisschen ärgerlich, ne? Immer wenn der Baumfäller arbeitet, dann kann man den nicht bearbeiten. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Seht ihr? Jetzt passt's. Dann müssen wir das auch mal ändern. So. Und dann den Buddler. Buddler? Ha! Da haben wir jetzt, glaube ich, ein Problem. Genau, das verschiebt das gesamte Raster. Und deswegen ist das gut, dass wir es noch nicht gemacht hatten. Mit dem Torf. Das können wir jetzt machen, wenn einmal die Bäume jetzt mit dem neuen Schema stehen. Genau. Hier müssen wir nochmal aufladen. Aber wir haben doch irgendwo noch einen nutzlosen Roboter rumstehen, oder nicht? Nee, irgendwie sind die alle fleißig. Na gut. Ja, damit es unseren Babys gut geht, die wir noch reichlich bauen müssen. Und ich brauche einen neuen Stock. Aber wir könnten auch direkt hier unten die nehmen, ne? Wie viel kommen da dann raus? Einmal Beeren. Wieso auch immer der jetzt gerade Torf gesucht hat hier? Genau. So, ich würde sagen, das lassen wir mal weiterlaufen. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Und dann gucken wir mal, wie wir das weiter automatisieren können. Und ich zeige euch die neue Baumver... Ach du dicke Männer. Ich glaube, der Auflader, der ist außerhalb der Reichweite der Auflader. Dann muss ich den Auflader nochmal anpassen. So, zack. Und zack. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.